Das Leben ist ein kostbares Geschenk, eine Reise, die mit unendlich vielen Möglichkeiten gefüllt ist. Doch allzu oft verstricken wir uns in den Wirren des Alltags, vergessen unsere wahren Träume und verschwenden die Zeit, die uns gegeben ist. In diesem fesselnden Podcast werden wir die 7 tiefgreifenden Dinge erkunden, die die meisten Menschen am Ende ihres Lebens bereuen, nicht getan zu haben. Es sind Erkenntnisse, die weit über weltliche Erfolge hinausgehen, denn sie berühren die Essenz unserer Existenz. Bist du bereit, in die Welt der spirituellen Erfüllung und Lebensweisheit einzutauchen? Dann begleite uns auf dieser Reise der Reflexion und Entdeckung. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Authentisch leben. Viele Menschen bereuen am Ende ihres Lebens, dass sie nicht authentischer und wahrhaftiger gelebt haben. Sie erkannten erst spät, dass sie zu oft Masken trugen, um den Erwartungen anderer zu entsprechen, anstatt ihrem Herzen zu folgen. Das Leben in Übereinstimmung mit unserer wahren Natur und inneren Werten ist ein spiritueller Akt, der uns erlaubt, unsere Seele zum Ausdruck zu bringen. Indem wir unser authentisches Selbst leben, erfüllen wir nicht nur unser eigenes Leben, sondern inspirieren auch andere, es uns gleich zu tun. Nummer 2. Risiken eingehen. Die meisten Menschen bedauern, dass sie nicht mehr Risiken eingegangen sind. Sie realisieren erst spät, dass das Leben außerhalb der Komfortzone die wahren Wachstumschancen birgt. Spirituell betrachtet ist das Eingehen von Risiken ein Akt des Vertrauens in das Universum und ein Weg, unsere spirituelle Entwicklung zu fördern. Es eröffnet uns neue Erfahrungen, lässt uns an unseren Fähigkeiten zweifeln und bringt uns in engem Kontakt mit unserer inneren Stärke. Nummer 3. Liebe und Beziehungen pflegen. Eine der häufigsten Todesreue betrifft die Vernachlässigung von Beziehungen. Menschen erkennen zu spät, wie wichtig Liebe und zwischenmenschliche Bindungen für ihr Leben sind. Spirituell gesehen sind Beziehungen der Spiegel unserer eigenen Seele. Sie dienen als Werkzeuge für Wachstum und Selbstreflexion. Die Pflege von Liebe und Verbindung ist daher von großer Bedeutung, um unsere spirituelle Entwicklung zu fördern. Nummer 4. Selbstliebe praktizieren. Die meisten Menschen bedauern, dass sie sich nicht selbst genug geliebt haben. Selbstliebe ist ein zentraler Aspekt der spirituellen Entwicklung. Sie erlaubt es uns, Mitgefühl für uns selbst zu entwickeln und dadurch unser Mitgefühl für andere zu vertiefen. Selbstliebe stärkt unser Selbstvertrauen und eröffnet uns den Zugang zu innerem Frieden. Es ist der Schlüssel zur Akzeptanz unserer eigenen Unvollkommenheit und zur Entfaltung unseres vollen Potenzials. Nummer 5. Den eigenen Herzensweg gehen. Am Ende des Lebens bereuen viele Menschen, dass sie nicht den Weg eingeschlagen haben, den ihr Herz ihnen vorgab. Sie erkannten zu spät, dass das Leben zu kostbar ist, um es nach den Erwartungen anderer zu gestalten. Spirituell betrachtet ist das Folgen unseres Herzensweges ein Ausdruck von Lebenszweck und höherer Bestimmung. Es ermöglicht uns, unsere einzigartigen Talente und Fähigkeiten zu nutzen, um anderen und der Welt zu dienen. Indem wir unseren Herzensweg gehen, nähren wir unsere Seele und tragen zur spirituellen Entwicklung bei. Nummer 6. Das Geschenk der Dankbarkeit. Eine der spirituellen Lehren, die am Ende des Lebens oft bereut wird, ist das Fehlen von Dankbarkeit. Viele Menschen erkennen zu spät, wie wertvoll das Leben ist und wie viele Segnungen es bereithält. Die Praxis der Dankbarkeit ist ein spiritueller Akt, der uns die Fülle des Lebens näherbringt.
Sie eröffnet uns die Augen für die kleinen Wunder im Alltag und erinnert uns daran, dass wir selbst in schwierigen Zeiten noch viel zu schätzen haben. Dankbarkeit ist eine Quelle inneren Friedens und spiritueller Erfüllung. Wenn wir sie kultivieren, öffnen wir uns für die Schönheit des Lebens und leben bewusster im gegenwärtigen Moment. Sie erinnern uns daran, dass das Leben ein Geschenk ist, das gefeiert werden sollte, bevor es zu spät ist. Nummer 7. Die Kunst des Vergebens. Ein weiterer Aspekt, den viele Menschen am Lebensende bereuen, ist das Festhalten an Groll und Unvergebenheit. Spirituell betrachtet ist die Fähigkeit zu vergeben ein Weg zur Befreiung von emotionalen Lasten und zur Weiterentwicklung unserer Seele. Es erlaubt uns, uns von den Ketten der Vergangenheit zu befreien und uns auf die Gegenwart zu konzentrieren. Vergebung ist nicht nur ein Geschenk an andere, sondern vor allem an uns selbst. Sie ermöglicht uns, inneren Frieden zu finden und emotionale Wunden zu heilen. Die Praxis der Vergebung ist ein spiritueller Akt, der uns daran erinnert, dass unser Herz weitaus mehr lieben und heilen kann, als wir uns vorstellen können. Sie öffnet den Weg für inneres Wachstum und spirituelle Transformation und hilft uns, unser Leben bewusster und erfüllter zu gestalten. Unser heutiges Fazit: Wenn wir auf die Dinge blicken, die Menschen am Ende ihres Lebens bereuen, sehen wir, dass es oft die spirituellen Aspekte des Lebens sind, die im Zentrum stehen. Das Bedauern, nicht authentisch gelebt, Risiken nicht eingegangen, Beziehungen vernachlässigt und sich selbst nicht genug geliebt zu haben, weist auf einen tiefen spirituellen Durst hin. Es sind die Lehren der Dankbarkeit, Selbstliebe, Vergebung und das Folgen unseres Herzensweges, die uns lehren, wie wir ein erfülltes und spirituell reiches Leben führen können. Diese spirituellen Prinzipien sind nicht nur ein Weg, um am Ende des Lebens ohne Bedauern zurückzublicken, sondern auch eine Einladung, unser gegenwärtiges Leben bewusster und erfüllter zu gestalten. Indem wir diese Erkenntnisse in unser Leben integrieren, öffnen wir die Tür zur spirituellen Transformation und persönlichen Erfüllung. Lassen wir uns von den Lehren derjenigen inspirieren, die uns vorausgegangen sind, und nutzen wir die kostbare Zeit, die uns gegeben ist, um ein Leben zu führen, das unsere Seele zum Strahlen bringt. Vielen Dank und bis bald!